Einen wunderschönen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Zu einer ganz ungewöhnlichen Runde. Dass wir das so noch mal sehen, hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten. Und Sie hören es an dem, was da im Hintergrund los ist. Ja. Ich bin älter geworden. Ich habe ein neues Leben und das möchte ich nicht mehr verlieren. Der Mann, der das sagt, heißt Paul Würdig. Der kleine Paul verbrachte die ersten 8 Jahre seines Lebens mit seiner Schwester und der alleinerziehenden Mutter in einer engen Wohnung in Ost-Berlin, landete später in einer Notunterkunft für Asylbewerber in West-Berlin, brach erst die Schule ab, brach dann eine Lehre als Erzieher ab und brach dann vor allen Dingen Tabus. Unter dem Künstlernamen Sido, Abkürzung für superintelligentes Drogen, Opfer, hat er es zum Millionär gebracht. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, und noch so eine interessante Biografie. Sohn einer Deutschen und eines Tunesiers, geboren in Bonn, muss als Kind mit Ansehen, so steht es in seiner Autobiografie, wie der Vater die Mutter verprügelt, wird später von der Polizei mit Marihuana und Kokain erwischt und von einem Gericht vor die Wahl gestellt, Gefängnis oder Malerlehre, entscheidet sich für die Malerlehre und beginnt nebenbei höchst erfolgreich Musik zu machen, schreibt einen Bestseller über sein Leben und bekommt trotz schwulen und frauenfeindlicher Texte einen Bambi für Integration. Herzlich willkommen, Bushido. Schön, dass Sie da sind. Ja, und wenn sich die zwei Superstars des deutschen Rap an einem alten Peter-Maffay-Lied vergreifen, dann kann das innovativ sein oder auch das Ende. Die FAZ schreibt darüber, dieses Album von Sido und Bushido klingt wie der Soundtrack zum nächsten FDP-Parteitag. Was denkt also Peter Maffay darüber, der die Laudatio zur Bambi-Verleihung hielt und der den umgekehrten Weg ging, der als Schlagersänger anfing, dann unbedingt Rocker werden wollte und als Vorgruppe der Rolling Stones mal mit Flaschen beworfen wurde. Aber dann 14 Mal Platz 1 der Albumcharts, Rekord. Und die Frage, welche Verantwortung erwächst daraus? Schön, dass du da bist, Peter. Herzlich willkommen. Ja, und wenn wir schon über Frauenfeindlichkeit reden, dann passt es ganz gut, dass eine Frau bei uns ist, deren erstes Soloprogramm den schönen Titel trug »Ich wäre so gerne Chauvinist«. Sie ist aber auch Schirmherrin der Berliner Schwulenberatung und baut gerade an einer Vision. Gemeinsam mit anderen errichtet sie nämlich ein Altenheim speziell für schwule Senioren. Herzlich willkommen der Kabarettistin Gabi Decker. Schön, dass Sie da sind. Ja. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Niemand, vor allen Dingen er selbst nicht, hätte sich vermutlich getraut zu prophezeien, dass ein Buch über Philosophie Millionen Auflagen erreicht, in 16 Sprachen übersetzt wird und seit 4 Jahren praktisch ununterbrochen auf der Bestsellerliste steht. Jetzt hat er sich aus der Sicht seines 8-jährigen Sohnes Oscar mit den großen Dingen des Lebens beschäftigt und wirft im neuen Stern eine provokante These in die Diskussion. Er sagt, man müsse rüstige, alte, neugierige Greise, nennt er sie, in die Pflicht nehmen und zwar ein ganzes Jahr lang und für bestimmte Aufgaben einspannen. Herzlich willkommen, Richard David Precht, dem Seniorenschreck. Ja, interessante Runde und ist viel passiert, viel geredet worden. Insofern spannend, speziell dieses Trio einmal hier zu haben. Als ich das hörte, das erste Mal, Bushido, Sido und Peter Maffay machen ein Trio, eine Gruppe zusammen, dachte ich, was ist denn jetzt los? Peter, was gedacht, als plötzlich Bushido am anderen Ende des Telefons war und sagte, ich hätte gerne ein Lied von dir persönlich angerufen? Nicht das erste Mal. Nee, das kam später. Das kam später. Aber es ist eine schon interessante Situation, die sich eigentlich wiederholt hat. Es gab vor Jahren eine Version von Scooter und die Jungs haben auch das gleiche Lied gecovert und es war sehr erfolgreich. Und als das jetzt wieder passierte, habe ich gesagt, was ist denn eigentlich hier los? Mhm. Ja. Und gleichzeitig habe ich mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, wer diese Anfrage stellt. Ja. Genau, ja, das wäre jetzt die Frage gewesen. Und habe gesagt, da gehen schon mal 2 in Deckung jetzt.
Das müssen die nicht. Was wusstest du ich denn? Ich fand das einfach interessant, dass aus einer Ecke, aus der ich das nicht vermutet hätte, wenn ich das mal so sagen darf, absolut, eine solche Anfrage, ich bezeichne das mal so, kommt. Mhm. Und habe mich gefragt, was steckt dahinter? Aber die Idee von dem Song war, die Kindlichkeit, die wir alle in uns herumtragen, niemals aufzugeben, weil es eine tolle Lebensqualität ist. Und sich das ein bisschen zu bewahren, ist etwas Sinnvolles und Schönes. Jetzt ruft aber jemand an, der sozusagen sehr davon lebt, ein ganz cooler, ein harter und im Grunde in dieser Gangster-Rapper-Welt unterwegs zu sein. Genau, was ist denn daran kindlich? Also, wie ist denn da die Assoziation? Nein, in dem Lied geht es darum, dass man das anstrebt. Ob man das dann noch isst oder nicht, ist eine andere Frage. Nee, du sagst, aber das ist ja zusammengemixt, dann wurde ja was gemixt. Ja. Offensichtlich besteht der Bedarf, sich in diese Richtung hinzuentwickeln oder das wieder in sich zu entdecken. Sonst würde die Wahl nicht gefallen sein auf dieses Lied. Unser Lied, das wir seinerzeit erfunden haben, als Quintessenz von der ersten Tabaluga-Erzählung, ist ja eine kleine Lehre, die Tabaluga mit auf den Weg bekommt in seiner Entwicklungsphase. Ja? Die Schildkröte Nessaya taucht auf und sagt, pass auf, ich bin das älteste Wesen auf dieser Welt und wenn jemand weiß, was vernünftig ist, denn um Vernunft geht es, dann kann ich dir das sagen. Ich weiß, wie das geht. Ich bin durchaus bewahre dafür. Dir deine Kindlichkeit. Ich kenne auch die Texte. Qualität. Und welche Texte kennen Sie? Auch vom aktuellen Song auch? Kennen Sie da die kenn Texte? Kenne ich auch. Von der neuen Single? Werde ich jetzt abgefragt? Oder? Nein, weil ich war nur gerade irritiert, weil es viel Gangster-Rap. Das Wort habe ich auch schon seit 4 Jahren, glaube ich, nicht mehr gehört. Und, wir sind alte Menschen, da muss man mit solchen Worten. ich fühle mich ja genauso wie Sie. Ganz genau. Ich bin durchaus dafür, dass man sich das innere Kind erhält. Das ist das Wichtigste überhaupt, das innere Kind zu erhalten. Viele wollen nicht erwachsen werden, aber wenn ich das innere Kind erhalte und Texte von euch beiden zum Beispiel höre, wenn ich jetzt mal du sagen darf. Nein. Von Ihnen beiden höre, dann ist das eigentlich, sind das Gedankengänge von... Bitte? Bei mir kannst du ruhig du sagen. Ihnen dürfen Sie du ziehen. Danke. Dann sind das eigentlich Gedankengänge von sehr alten Menschen. Also, ja, aber es ist ja folgendermaßen. Ich glaube, jeder von uns hat einen Großteil an Dingen zu tun, die seine jetzige Reife vielleicht widerspiegeln. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Maurer bin, ja, dann habe ich wahrscheinlich irgendwie von mindestens von 7 bis 17 Uhr damit zu tun, meinen Beruf auszuüben, Mauern hochzuziehen. Egal, zu sind spachteln. Sie nicht. Sie sind Gangster-Rapper. Ich bin Maler-Lackierer, falls Sie es genau wissen wollen. Früher mal. Immer noch. Gesellenbrief liegt zu Hause. Das bedeutet, wenn ich jetzt rappe, ich bin jetzt, wie Sie es vielleicht meinen, ein Gangster-Rapper, dann mache ich das vielleicht, sagen wir mal, von 7 bis 17 Uhr. Aber es gibt immer noch irgendwann mal wieder Momente, privat oder vielleicht auch in der Öffentlichkeit, wo ein Kind durchkommt. Und das bedeutet ja nicht, dass ein Kind durchkommt, wenn ich meinen Beruf gerade ausübe oder ich zur Arbeit gehe oder sonst irgendwas. Ich glaube, es gibt ganz andere Momente im Leben, wo das Kind durchkommt. Und ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich mich mit Kindern umgebe, dann merke ich schon, dass ich es mir vielleicht viel zu selten sozusagen wieder hervorgerufen habe. Lass uns einmal, damit wir wissen, worüber wir reden, lass uns einmal kurz reinschauen. Einmal kurz reinschauen und dann reden wir mal darüber. Bitteschön. Super. Ich wollte eben noch was sagen. Naja, ich hatte deine Frage noch nicht beantwortet. Das stimmt. Und ich wollte mich eigentlich auf etwas Ähnliches beziehen. Wenn in einer Entwicklungsphase irgendjemand für sich feststellt, dass er diese Qualität aus den Augen verloren hat und sie sich jetzt wieder zurückholen will und das tut über ein solches Lied, wenn jemand also dann in dieser Form auf mich zugeht, dann hat mich das zunächst einmal interessiert. Und deswegen habe ich einen Flieger genommen, bin nach Berlin gegangen, bin ins Studio gegangen. Wir kannten uns nicht vorher. Wir kennen uns auch jetzt noch nicht so wahnsinnig gut, aber was wusstest du denn über die beiden? Ich kannte das musikalische Schaffen. Ich kannte natürlich einige Scheiben, ich kenne auch einige Texte. Es gibt auch einige Passagen und Texte, mit denen ich persönlich absolut nichts anfangen kann, weil ich sie schon für mindestens grenzwertig halte. Zum Beispiel? Ja.
Ich kann dir das wörtlich nicht rezitieren, weil ich die Texte auswendig nicht kenne. Aber Gabi Decker sagt, sie kann es. Was? Der Vorwurf, entschuldige bitte. Also, Schwule sollen vergast werden, wurde geändert in Schwule sollen verarscht werden. Das ist völlig mit der rechten Hand wichse ich und mit der linken Hand schlage ich dich. Also ich kenne einige Passagen. Das sind genau die, die Sie bei Zitate. Wikipedia finden. Aber ich zitiere das sind, nein, das sind keine Zitate. Müssen Sie aufpassen. Zitate müssen original dementsprechend, was ich gesagt habe. Sie hätte singen müssen, oder? Nein, sie hätten tanzen müssen. Nein, und einen brennenden Mülleimer. Nein, tanzen auf gar keinen Fall. Aber über das mache ich selber auch nicht. Aber Sie müssen bei einem Zitat genau das wiedergeben, wie ich das wirklich gesagt habe. Sonst ist kein Zitat mehr. Okay. Wie ist denn das Zitat original? Soll ich das jetzt rappen? Bitte. Ich glaube, dafür ist noch zu früh. Nein. Nein. Wir sind nach 23 Nein, aber Uhr. Moment mal, ganz kurz. Darum geht es doch hier gar nicht. Und ich weiß, worauf Sie sich versteifen. Das habe ich eben mitbekommen. Aber warum reden wir nicht über was Gutes? Warum reden wir über die Dinge, die schlecht gelaufen sind? Ich verstehe das nicht. Das erinnert mich hier so an viele Diskussionen. Wir reden doch gerade mit Peter Maffay über Veränderungen. Und die Frage, warum... Ganz genau. Aber Peter Maffay hat mich hier nicht angeklagt und hat nicht gesagt... Nein. Von wegen so, nee, er hat gesagt, es gibt Sachen, mit denen er nichts anfangen Probleme kann. Hat. Und das ist super. Genau. Und das kann sie haben, das kann er haben, das können wir alle haben. Aber um zu bewerten, wie sich so ein Leben verändert hat oder auch eine Biografie sich verändert hat, muss man zunächst mal wissen, was da war und was da jetzt möglicherweise ist. Ja, aber das glaube ich, das haben wir in den letzten 7 Jahren so oft durchgekommen. Aber ich meine, wenn wir uns miteinander unterhalten, dann sollten wir das wirklich tun. Genau. Uns unterhalten. Deswegen... Ja? Es macht überhaupt keinen Sinn zu agitieren. Ich bin nicht hergekommen, um mich mit irgendjemandem zu streiten. Ich bin hergekommen, um etwas Konstruktives zu schaffen. Deswegen bitte nochmal die Frage. Deswegen nochmal die Frage. Wenn du sagst, es gibt da Stellen, Texte, mit denen ich durchaus Probleme hatte oder die grenzwertig sind, ich habe einfach gesagt, mit denen kann ich nichts anfangen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil sie wirklich diskriminierend sind, weil sie wirklich Menschen verletzen. Das sind aber Texte, die sind 10 Jahre alt. Die sind 2003 irgendwann mal entstanden. Von 2003 bis heute sind 9 Jahre vergangen oder fast 9 Jahre. In 9 Jahren kann ein Mensch sich völlig verändern. Und genau das ist der Punkt. Und dann geht das. Wenn jemand sich verändert und in dieser veränderten Form, die ich jetzt ganz anders bewerte, auf mich zukommt, dann steht es mir gar nicht zu, mich zu verweigern. Dann würde ich dann würde ich kein Rückgrat besitzen, wenn ich das nicht täte. Ja, also bin ich hingefahren und habe mir einmal den Laden angesehen und habe ihm die Hand gegeben und habe in seine Augen geguckt und habe mit ihm gesprochen und bin mit einem gewissen Eindruck da weggegangen. Zwischendurch habe ich auch noch gesungen, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, das kann ich machen. Ja. Und es gab ja in der Folge auch noch andere Dinge, die ziemlich heiß diskutiert wurden. Die Bambi-Verleihung und ein Bambi für Integration. Genau. Und das kann man alles erklären. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir uns die Dinge nur einfach an den Kopf schmeißen und dann irgendwie hier so wütend aus dem Studio laufen. Es macht viel mehr Sinn, darüber vernünftig zu reden. Mhm. Entscheidend ist Folgendes, meiner Meinung nach. Entscheidend ist, dass jemand, der Bushido heißt, sich hingestellt hat und gesagt hat, ganz verständlich und für jeden erkennbar. Das, was ich damals gemacht habe, ist falsch gewesen, ist ein Fehler gewesen. Ich habe nicht vor, das zu wiederholen. Okay, das ist doch etwas ganz Wichtiges. Ja? Akzeptiert. Völlig richtig. Völlig richtig, aber zum Beispiel den Satz... Den gibt es nicht. Warum gibt es den nicht? Weil dieser Satz absolut überhaupt nicht... dazu geeignet ist, egal in welcher Form aufzutauchen, egal ob jetzt in einem kreativen Kontext, in der Musik, als wirkliche Meinung eines Menschen, dieser Satz, der darf nicht auftauchen, so Punkt. Das ist nicht korrekt, sowas darf man anderen Menschen nicht zumuten, Punkt, aus Ende. Und deswegen ist der Satz nie gefallen. Der Satz, mir tut das leid, ich würde das heute so nicht wieder machen. Ach, das meinen Sie? Das meine ich, ja. Sie haben mich so therapiert, ich war wieder bei meinen alten Texten. Nein, ich meine, der Satz, das würde ich so nicht mehr machen. Der Satz, das ist ein Fehler gewesen, den habe ich ja selber gehört. Ich bin, ich habe hinter ihm gestanden, als er ihn gesagt hat. Deswegen, ich sage, ich habe den Satz verwechselt. Ich hätte jetzt wieder gerechnet, dass wir das auf meinen alten Text... Das ist ja auch der Grund gewesen, warum ein solcher Preis... Lass uns ja mal ein bisschen darüber reden, genau. Tiefer reinsteigen, wie gesagt. Die Jury des Bambi hat sich mit Sicherheit entsprechende Gedanken darüber gemacht, ob man so etwas machen kann. Das ist ein Eisen, das ziemlich heiß ist. Das ist ganz klar. Und die Vorberichterstattung war eindeutig. Wenn es trotzdem passiert,
dann doch sicherlich mit einer ganz gewissen Absicht. Mhm. Wenn jemand seine Haltung verändert hat und gesagt hat, das ist ein Fehler, heute stehe ich woanders, dann ist eine solche Preisvergabe, das habe ich auch in meiner Laudatio gesagt, eine Verpflichtung. Da holt man jemand ab und gibt ihm auf, in Zukunft das nie mehr wieder zu tun, was vor 10 Jahren passiert ist. Die Energie, die dabei steht, er hat eine riesengroße Fangemeinde, zurückzuleiten in die Gesellschaft und etwas Konstruktives damit zu machen, ist doch der wirklich richtige Weg, es zu tun. Der ist riskant, weil man... Ja. Absolut einverstanden. Okay. Wenn das anders wäre, dann hätte Yasser Arafat nie einen Friedensnobelpreis bekommen dürfen. Dann hätte Obama nie einen Friedenspreis, Nobelpreis bekommen dürfen. Obwohl die Leute gesagt haben, er hat ja noch gar nichts geleistet. Man hat ihn abgeholt und hat ihn verpflichtet, in Zukunft etwas für den Frieden zu tun. Und das ist die Absicht gewesen. Und das ist meiner Ansicht nach der richtige Schritt in der Gesellschaft. Ging ja eher um die Frage, wofür es diesen Preis gab. Manche Preise gibt es für das, was man getan hat. Manche Preise gibt es für das, genau, was man tut. Wenn da jetzt jemand sitzt. Und manche Preise kriegt man sogar für etwas, was man tun soll in Zukunft. Sido, warum glauben Sie, hat er den Bambi für Integration gekriegt? Sie haben ihm sogar getwittert und geschrieben, warum kriegst du jetzt so ein Reh? Er wollte wissen, welche Kategorie. Ja, eben, das meine ich. Genau. Es gibt ja viele verschiedene Kategorien. Ja, genau. Was haben Sie denn gedacht? Das war genau die Frage. Für welche Kategorie? Ja, genau. Und dann hat er gesagt, Integration. Und dann dachte ich, ja, okay, super. Herrlich. Jetzt mal ernst. Darum ging es doch. Ging doch nicht. Warum diskutieren wir nicht beispielsweise über das, was er tatsächlich macht, was er jetzt macht, in Richtung Integration? Aber lass uns trotzdem noch einmal kurz... Dann würde man dieses alles viel besser verstehen. Lass uns trotzdem noch einmal bitte bei der Frage bleiben, warum ein Bambi für Integration? Warum haben Sie denn Ihrer Meinung nach verdient? Warum ich ihn verdient habe? Mhm. Bambi für Integration. Ich muss ganz ehrlich sagen, da müsste ich mich jetzt mal outen. Ich würde sogar gar nicht mal der Erklärung entsprechen, die Jury abgegeben hat. Die mich natürlich sehr ehrt und das ist eine sehr plausible Erklärung, wenn man der Jury jetzt mal entsprechen möchte. Mhm. Ich glaube, ich habe diesen Bambi für ganz andere Dinge verdient, denn ich habe diesen Preis nicht für meine Musik bekommen. Ich habe ihn in erster Linie auch nicht für meine Texte bekommen. Ich habe ihn nicht für ein bestimmtes Lied bekommen und auch nicht, weil ich irgendwann ein Konzert ausverkauft habe. Ja. Und da möchte ich jetzt gar nicht anfangen, irgendwie zu erzählen, was ich so privat neben dem Bushido-Sein alles so veranstalte. Das war auch eine Sache, die Herr Maffay gerade angesprochen hat. Da können wir gerne drüber reden. Aber jetzt im Augenblick, wenn Sie mich wirklich fragen würden, warum ich diesen Bambi verdient habe, dann kann ich mich nur an ein Konzert erinnern. Zum Beispiel in Chemnitz war das. Eine sehr zerfallene Stadt, wo die Leute wirklich alle rausziehen und keiner eigentlich bleiben möchte. Und dann spiele ich da im Südbahnhof. Das ist eine ganz runtergekommene Location, wo einfach nichts mehr drin ist, außer irgendwie eine kaputte Bühne. Und wenn Sie dann mal in das Publikum gucken, ich habe nach diesem Konzert auch eine Menge Ärger bekommen, weil da waren halt auch Rechtsradikale, die sie sind so aufgetreten, als wären sie es. Die Schlimmeren sind ja die man nicht am ersten Augenblick erkennt. Genau. Und dann gucken Sie in das Publikum und dann haben Sie so die Ostdeutschen, dann haben Sie ein paar Leute aus Berlin gehabt. Da gab es ein paar Schwarzafrikaner, da waren so 3 Skinheads auf dem Konzert, da war bestimmt auch mal ein Jude unter den Besuchern. Dann hatte die andere Ecke, waren da ein paar Türken und Araber und sowas. Und dann stehe ich auf der Bühne und performe meine Lieder und in dieser Zeit, in der die Musik läuft, sind diese ganzen verschiedenen Menschen dort in diesem Publikum einfach eins gewesen. So. Ob sie jetzt irgendwann nach Konzert wieder ihre kleinen Problemchen miteinander haben, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, allein nur aus diesem einen Grund sage ich persönlich, dass ich den Bambi verdient habe. Oder sagen wir es mal so, dass ich den Bambi verdient habe, das möchte ich mir nicht anmaßen. Aber dass ich etwas zur Integration beitragen kann, ja, das kann ich definitiv. Aber wir sind uns einig, dass es das auch 1000 anderen Konzerten genauso auch gibt. Auch bei ihm. Ja, natürlich. Aber da müssen Sie der Jury sagen. Darf ich das so? Richard, habe ich recht. Bambi für Integration. Geht das aus Ihrer Sicht in Ordnung? Viel diskutiertes gesellschaftlich. Ich glaube, das ist beim besten Willen keine moralische Frage. Also zunächst mal muss man sagen, dass der Bambi, was die Qualitätsansprüche anbelangt, ein vergleichsweise belangloser Preis ist. Also das ist kein Bundesverdienstkreuz. Richtig.
Das ist kein Grimme-Preis. Ja, stopp. Ja, das ist kein Preis. Das ist kein Preis, wo das wichtigste Kriterium ist, dass man das Lebenswerk eines Künstlers auszeichnet. Diesen Preis kriegt jeder Hollywood-Schauspieler, wenn er gerade zu dem Zeitpunkt in Deutschland ist. Diesen Preis hat Tom Cruise für Zivilcourage gekriegt. Das heißt also, ich würde als erstes das Ganze mal nicht so hochhängen. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob Herr Bushido das Bundesverdienstkreuz verdient hat oder nicht, dann wäre es eine ernsthafte Diskussion. Wenn wir darüber reden, ein Bambi, ich meine, jeder kann ein Bambi verleihen oder irgendwas Ähnliches. Das ist, glaube ich, keine wichtige Frage. Und aber Kategorien kann er auch erfinden. Das heißt, wenn er gerade Integration als Kategorie finden will, dann findet er die. Ich finde die Kategorie Integration übrigens nicht schlecht. Aber da muss man sagen, hätte man natürlich 2 oder 3 Millionen Menschen in Deutschland auszeichnen können, die sich hervorragend in diese Gesellschaft integriert haben. Mhm. Ist er denn ein Musterbeispiel für Integration? Ob Herr Bushido ein Musterbeispiel für Integration ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber zunächst mal würde ich Folgendes sagen. Das, was Sie machen, ist letztlich amerikanisch inspirierte Musik, die nach den allen Regeln des Kapitalismus vermarktet wird. Ich dachte, Und das sieht auf den ersten Blick wie perfekte Integration aus. Aber ich dachte, Sie haben sich damit nicht befasst. Wie können Sie das jetzt plötzlich sagen? Ja, wie meinen Sie das? Ja, genauso wie ich es gesagt habe. Würden Sie nicht sagen, dass Rap... Sie würden nicht sagen, dass Rapmusik aus Amerika kommt. Das ist falsch. Ja. Ja, aber, haben Sie würden nicht sagen, dass das nach allen Regeln der kapitalistischen Vermarktungskunst an Ihre Hörer gebracht wird? Ist das falsch? Ja. Okay. Ja, aber das tut es ja, so wird ja jede Musik vermarktet. Ja, ich sag, nicht nur Rap. Nein, das war ja auch keine Kritik. Ich mache doch keinen Vorwurf. Nee, ich kriege die Frage gestellt, ob es ein Beispiel für Integration ist. Und ich sage, es ist ein Beispiel für Integration. Ja, aber na, das ist alles, ich, ganz ehrlich... Wissen Sie, das größte Problem, was wir hier wirklich haben, ist ja Folgendes. Ja? Also ich finde es ja schon traurig genug, dass der Bambi für Bushido anscheinend so wichtig gewesen war auf dieser Verleihung, dass der Bambi für Helmut Schmidt zum Beispiel überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Ja? Für den Millennium-Bambi, für sein Lebenswerk übrigens. Ja? Also ich weiß jetzt auch nicht, auch wenn der Bambi für Sie belanglos ist, ich meine, Helmut Schmidt wird sich wahrscheinlich drüber freuen. Dann hat er einen Bundeswehrsoldat den Bambi bekommen, der seinen Kameraden gerettet hat und dabei sein Augenlicht verloren hat und sowas alles. Ja. Ja. Über diese Menschen spricht gar keiner. Ja, weil die Menschen das als berechtigt gesehen hat, während man es gab noch ein anderes Beispiel. Es gab einen Rocker, der Kinderspielplätze macht. Dieser Mann kommt aus einer Szene, die sicherlich auch gewisse Images mit sich trägt. Ja. Hat sich auch irgendwann verändert, hat auch irgendwann mal aufgehört, seine Muskeln einzusetzen vielleicht. Vielleicht unterstelle ich ihm etwas, aber ich würde sagen, das ist eigentlich ziemlich normal oder wäre normal. Okay. Dieser Mann kümmert sich um Kinder, steht da vorne und gibt ein absolut gnadenloses Statement ab und sagt, ich bin heute jemand anders und ich mache das, was ich jetzt mache, gerne. Das ist meine Überzeugung. In Zukunft werde ich auch daran bleiben. Okay. Ich finde das unheimlich mutig und ich finde, das ist der richtige Move, statt Keile in die Gesellschaft zu treiben, die Gesellschaft zusammenzubringen. Dazu muss man nicht unkritisch sein, ganz im Gegenteil. Nein. Was wollen Sie denn machen? Und Dinge zu beleuchten ist völlig normal. So an Mildtätigkeit. Gibt es da irgendein Projekt? Ich sage mal ganz ehrlich, glauben Sie, ich hole jetzt meine Strichliste raus, um Sie zufrieden zu machen oder was? Nein, Sie sollen ja nicht mich zufrieden machen. Überlassen Sie mal, ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, nein, das ist keine Frage. Das ist das ist genau wie dieses Mediengeile um den Bambi herum. Die Leute haben nicht Helmut Schmidt vergessen und den Rocker vergessen und den Bundeswehrsoldaten vergessen, weil die drei Personen den Bambi verdient haben und ich nicht, sondern die Leute haben die drei Personen vergessen, weil es nicht interessant ist, ja, weil sich daran nicht stößt. Damit kann man keine Überschrift machen. So, deswegen schaltet keiner den Bambi an. Bushido. So. Moment mal, ganz kurz. Einen Augenblick mal, ganz kurz. Und ich würde Ihnen liebend gerne darauf antworten, auf diese Frage, die Sie mir gestellt haben, wenn Sie mir vielleicht ein bisschen toleranter gegenübergetreten wären. Denn was ich mache für mein Umfeld und für Menschen, egal ob jetzt mit Migrationshintergrund, für kranke Kinder etc. pp., das habe ich schon immer gesagt. Ich werde in der Öffentlichkeit nicht sagen, welche guten Dinge ich tue, damit jetzt jeder sagt, der Bushido ist korrekt. Ich mache das, weil es für mich eine Herzensangelegenheit ist. Wenn Sie selber als Person davon niemals mitbekommen werden, dann ist es mein Pech. Ich würde gerne noch mal den Gedanken von Richard David Recht aufgreifen, der sagte,
Der sagte, das ist ein letzten Endes nicht so wichtiger Preis, das ist auch relativ beliebig. Ich sehe das anders. Das ist etwas, was immerhin von 6 Millionen Menschen gesehen worden ist. Das ist etwas, was eine ungeheuer große Aufmerksamkeit hat und insofern selbstverständlich wichtig ist für das, was da draußen passiert und was Menschen auch denken. Ich habe gesagt, kein wichtiger Preis im Hinblick darauf, dass es sich nicht um einen Qualitätspreis handelt, der nach einem sehr sorgfältigen Verfahren von Jurys in vielen Tagen ausgeknobelt wird. Um einen solchen Preis handelt es sich nicht. Es handelt sich um einen Preis, der einen großen Symbolwert hat. Und wenn dieser Symbolwert dazu führt, dass Herr Bushido gute Arbeit für Integration leistet, dann hat er was Gutes erreicht. Also in dem Punkt kann ich Herrn Maffay nur recht geben. Aber das ist sozusagen, habe ich das jetzt richtig verstanden, eine Wette auf die Zukunft? Das ist es. Weil um die Vergangenheit kann es sich ja nicht handeln. Aus meiner Sicht, und das ist meine Motivation gewesen, hinzugehen, ist es eine Verpflichtung für die Zukunft, der er sich stellt. Und weil das mein Eindruck war, beispielsweise, bin ich hingegangen und deswegen bin ich heute Abend hier. Ich finde es geradezu wichtig, wenn wir aufeinander zugehen, statt auseinander zu driften. Und das, was da passiert ist, war eine Brücke hin in eine, okay, in eine bessere Perspektive. Das kann ich nicht anders sagen. Du hast vorhin diesen Rocker zitiert. Diesen Rocker zitiert, der sozusagen vom Saulus zum Paulus wurde und sagt, ich bin ab sofort und ab heute ein guter Mensch. Das war mein Eindruck. Ja. Ist ja in Ordnung. Ich würde gerne einmal reinschauen in die Dankesrede, die Bushido bei der Gelegenheit gehalten hat, weil es nämlich der entscheidende Satz, ich werde da in Zukunft was anders machen, den habe ich so nicht gehört. Bitte schön. Der Satz, Bushido, der Satz, ich habe da was falsch gemacht, der kommt da nur, aber nach Brücken bauen klingt das nicht. Na, was bringt das denn dann? Braucht man eine Brücke, wenn man sagt, mit euch rede ich gar nicht? Nein. Verstehen Sie, wenn Sie mich mitten im Satz abschneiden und der Satz endet mit, ist mir scheißegal, ja, ist doch klar, dass man dann einen gewissen Tenor entsteht. Ja. Ich habe gesagt, es ist mir scheißegal, wenn Leute denken, dass sie mich persönlich jetzt irgendwie angiften, weil sobald ich nach Hause gehe und ich bei meiner Familie bin, bei meiner Freundin, bei meinem kleinen Sohn, ja, und bei meinen Hunden und bei meinen Freunden, das ist auch das, was zählt. Aber der entscheidende Satz, und der ist gefallen, ist doch zu sagen, was ich gemacht habe, war falsch. Was ich gemacht habe, war ein Fehler. Diese Einsicht ist doch viel wichtiger als alles andere. Diese Einsicht kann er weiter transportieren, jeden Tag in seinen Liedern, in dem, was er tut, an sein Publikum. Dieser Satz ist für mich der entscheidende Satz, der passiert ist. Und den darf man eigentlich nicht übersehen. Und das ist die Bitte. Sido, wie bewerten Sie diese Diskussion? Geht das in Ordnung, wenn er einen Bambi für Integration kriegt? Ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, aber ich habe mich hier jetzt die ganze Zeit aus der Diskussion rausgehalten. Ja. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich finde, die ganze Sache ist gar keine Diskussion wert. Ganz einfach. Warum nicht? Nee, weil er hat diesen Bambi bekommen und warum diskutiert man darüber? Warum diskutiert man nicht über alle anderen, die den Bambi bekommen? Warum finden Sie nicht? Ich finde die Diskussion... Na Moment, stopp. Finden Sie nicht, dass aus einem Bambi für Integration, den man da kriegt, einen Preis für Integration, natürlich auch eine Verantwortung erwächst? Ja, aber bei allen anderen Bambis doch auch. Oder nicht? Alle anderen, ich weiß jetzt nicht, was die anderen Kategorien sind, aber ich denke mal, dass jeder, der da ausgezeichnet wurde, doch aus einem bestimmten Grund ausgezeichnet wurde, ja? Und der das doch dann hoffentlich auch weiter tut und was auch immer, ja? Das, darum aber bei Ihnen ist doch bekannt, warum wird bei ihm darüber diskutiert? Ich sag euch, warum bei ihm darüber diskutiert wird, weil es bei ihm interessant ist, weil er eine Schlagzeile abgibt. Das ist der einzige Grund. Und dass wir jetzt weiter darüber diskutieren, weil die Schlagzeile doch mal größer provoziert, weil es frauenfeindlich ist, weil es gewaltverherrlichend ist. Ich bin und war noch nie frauenfeindlich. Ich bin und war, ganz bitte, ja, ganz kurz, aussehen lassen. Nicht, weil Sie eine Frau sind, trotzdem aussehen lassen. Nee, nicht. Das ist Ihr Ernst? Das ist wirklich Ihr Ernst? Sie glauben wirklich, das ist... Ich muss doch mal was dazu sagen, Dirk. Natürlich dürfen Sie auch. Gucken Sie mich bitte nicht so böse an. Ich gucke böse? Ich krieg ja Angst vor Ihnen, wenn ich daneben sitze. Einfach mal locker bleiben, einfach nur reden und ich mach doch nichts. Frau Decker, ich auch nicht. Du doch nichts. Ich auch nicht. Sie gucken aber so. Also, wir lassen ihn einmal ausreden, dann Frau Decker. Also, wenn es nach dieser Logik ginge, müsste ja auch Sido einen Bambi für Integration kriegen. Klar, aber es gibt doch nur einen Preis, verdammt. Nein, guck mal, man muss ja... Nein, man muss es gibt auch doch nur einen Bambi für Bei ihm liegen ja zwei Sachen mit. Ja?
Einmal, dass er ja sich auch hervorragend integriert hat. Als ein Ausländer hat er sich ja hervorragend integriert in dieses Land und er integriert. Ja, und ich bin ja eigentlich, wenn man es so nimmt, bin ich ja Deutscher. Ja, so ziemlich deutsch auch aufgewachsen und da musste ich mich jetzt nicht integrieren oder sowas. Bei ihm wiegt es eben doppelt, weil er integriert ist selber und integriert. Ja? Mhm. Integrieren tue ich bestimmt auch, ganz sicher. Da bin ich mir sicher. Aber alleine dafür habe ich den Bambi nicht verdient. Ich hätte ihn aber auch genommen. Ja. Sehr gut. Peter, du hast eben gesagt. Nein, aber eine Sache. Ich will hier auf jeden Fall was loswerden. Und das ist eigentlich das, was mich hier in dieser Runde am meisten stört. Ja? Anstatt darüber zu reden, dass Leute wie Sido und auch Bushido, ja, die mit vielen Problemen auf die Welt gekommen sind, die selber auch für viele Probleme gesorgt haben, ja, die viele Fehler gemacht haben und vielleicht auch noch machen werden. Ja? Anstatt darüber zu reden, dass wir Menschen wie Peter Maffay brauchen, die auf uns zugehen, ja, und uns die Hand reichen und sagen, pass mal auf, ich gebe dir die Chance, jetzt hier gerade durchs Leben zu schreiten und keine Scheiße zu bauen. Solange bist du oder ich ihm das Gegenteil beweisen. Anstatt dass wir darüber reden, dass es etwas Positives ist, pass auf, reden wir die ganze Zeit darüber, über jemanden, der mich eh nicht akzeptiert, ja, weil ich schwulenfeindlich angeblich bin, ja, oder frauenfeindlich bin. Angeblich, es ist angeblich, verdammt. Du bist eine Schwuchtel wie Dreck auf dem Boden, such dir neue Freunde. Für mich bist du ein Krüppel, zeig mit dem Finger auf mich. Wer ist die Schwuchtel? Wer von euch Spasten reißt jetzt noch sein Maul auf? Also. Ist relativ eindeutig, oder nicht? Also was, ich meine jetzt, das ist jetzt ganz normales Geschimpfe, ganz normales Gepöbel, ja? Und da, nein, das ist nicht. Ganz normales Gepöbel ist das nicht, finde ich. Ist es nicht. Aber Gepöbel man gegen kann jetzt auch nicht sagen, das ist so scheinheilig, was hier gerade passiert. Komm, das ist nicht unglaublich. Wir haben eben, Bushido, pass auf, wir haben ich eben stehe gehört. Hier, Moment mal ganz kurz, ich stehe hier und sage, ich bin darauf nicht stolz und im Nachblick sehe ich auch, dass das nicht okay ist. Genau. Ja? Aber man sagt zu mir, nein, du darfst dich nicht entschuldigen, es darf dir nicht leid tun und vor allem, du darfst keine Verantwortung übernehmen in Zukunft. Das finde ich eben gerade nicht. Ich finde es ja cool, nein. Wenn sich jemand... Nein, tut wenn mir sich leid, jemand, dass ich das so auffasse. Vielleicht ist mein subjektives Empfinden gerade ein bisschen gestört. Aber, nein, aber wenn Sie sich könnten ja sagen, ich war mal schwulenfeindlich. Ich war noch nie schwulenfeindlich. Aber was haben Sie dann gesungen? Das hat doch nichts mit der Homosexualität oder mit der Sexualität an sich zu tun. Sondern? Das hat doch damit nichts zu tun. Ey, das ist ja unglaublich. Stellen Sie mal vor, wenn ich sage, du bist cool, ja, wie würden Sie das empfinden? Würden Sie denken, ich beleidige Sie oder ich finde Sie hip? Hip. So, warum? Sind Sie kühl gerade? Fühlen Sie sich gerade kühl oder sind Nein, Sie kalt? Das ist ein Modeausdruck, aber wenn man sagt, du bist schwul. Tut mir leid, ich sage Ihnen ganz schwule ehrlich. Schwule Sau oder sonst irgendwas, nein, ist das ein Schimpfwort? Es ist ein Schimpfwort. Leider ist dieses Schimpfwort nicht nur einfach ein Schimpfwort, sondern es betrifft eine gewisse Gruppierung, die eine gewisse Sexualität auslebt. Und das ist richtig. Genau, okay? Und das ist auch völlig. Nein, das ist auch völlig okay. Mir geht es nicht um diese Richtung der Sexualität, sondern dieses Schimpfwort ist genau wie Arschloch. Ist auch ein Schimpfwort. Ich meine, also Arschloch aber ist auch ein Arschloch was anderes. Ist keine Minderheit. Wir sind alles Arschlöcher. Ich will nur mal ein anderes Beispiel bringen. Ja, also, und das, ich glaube, das passiert jedem mal in seinem Sprachgebrauch, dass er sagt, oh, da habe ich mich benommen wie ein Behinderter oder bist du behindert oder sowas? Ja, sowas fällt auch. Ist auch eine Minderheit, oder? Mhm. Darüber diskutiert auch keiner. Aber da kommt auch kein irgend so ein Verein auf mich zu und sagt, ey, du hast hier jetzt gesagt, der ist behindert. Wolltest du ihn diskriminieren oder was? Du hast doch gerade jetzt im November einen losgelassen, einen Österreicher, habe ich irgendwie im Netz gelesen. Ein was? In Österreich hast du doch einen losgelassen. Oh, was habe ich denn? Einen diskriminierenden Spruch habe ich da losgelassen? Ja, so zu diesem. Ach, Frau Decker, Alter, Sie müssen echt mal, Sie sind heute ein bisschen auf, Sie sind hierher gekommen, um zu pöbeln und jetzt packen Sie alles aus, was man so auskommt. Nein, aber eine Frage in dem Zusammenhang. Ich möchte ganz kurz eine Aussage revidieren. Ich möchte doch, dass Sie sagen. So, nein, das geht jetzt hier. Es geht in die falsche Richtung. Also, wir nehmen zur Kenntnis, es gibt eine Sprache, die auf einer anderen Ebene, auf einer Metaebene, das Thema hatten wir auch übrigens letztes Mal stattfindet. Das werden wir auch noch die nein, das ist doch auch in Ordnung. Bushido, pass auf. Da stellt sich jemand hin und sagt, das tut mir leid und was ich da alles mal so gesagt und gemacht habe, war möglicherweise so ganz wörtlich nicht zu nehmen. Kann man darüber reden, wie das bei 13-, 14-, 15-Jährigen ankommt, ob die das auch genau so verstehen, wie es gemeint ist? Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber wenn das, Peter, und das ist doch der entscheidende Punkt, wenn sich jemand hinstellt und sagt, mir tut das leid, dann ist das doch zunächst mal akzeptiert, wenn das eine Wette auf die Zukunft ist. Jetzt gibt es ein neues Lied von euch beiden, ein Video, sehr hochwertig gemacht, was die reine Mache angeht, da steckt sehr viel Geld drin. Schauen wir jetzt einmal kurz rein und dann reden wir mal darüber. Alter, jetzt geht's. Was ist los? Ich weiß genau, was kommt. Jetzt. Ich werde einfach ab und zu sagen, dass wir ein Album draußen haben, damit wir die Show noch ein bisschen als Promo nutzen können. Wir schauen uns einfach mal an.
großartiges Stück Musik. Beste Video der Welt. Bitte? Das war das beste Video der Welt. Ich schwöre dir. Wissen Sie, was ich verstehe? Ich weiß zwar jetzt ganz genau, worauf Sie hinaus wollen. So, jetzt wollen Sie wieder auf die Gewalt hinaus, bla bla bla. Wollen Sie mir im Ernsthaft, würden Sie mir... Stopp. Eine Frage. Ja. Würden Sie Sylvester Stallone oder Jean-Claude Van Damme oder Arnold Schwarzenegger unterstellen, dass Sie schlechte Menschen sind, weil Sie Actionfilme gedreht haben? Und Leute erschossen haben in Ihren Filmen? Nein, das tue ich überhaupt nicht. Ich finde das auch übrigens einen ziemlich coolen Song, was die Musik angeht. Jetzt passen Sie bloß auf, sonst sind Sie morgen den Job los. Ja? Also, nein. Stopp. Sido rappt in diesem Lied. Oh, endlich. Verpiss dich, Mann, dem Wichser gebe ich nicht die Hand. Los, schick mir deine Frau und hoffe, ich fix sie dann. Ist das, ne, ich frage, ich will es einmal verstehen, nur erklären. Keine Anklage, ich will nur einmal verstehen, wenn man sowas reibt, sowas textet. An wen hat man dann im Kopf? Lauter 18-Jährige, von denen man weiß, die verstehen das, die kriegen das in den richtigen Hals? Oder weiß man, für wen man das... Ich habe da gar keinen im Kopf. Ich schreibe das, weil ich das gut finde. Sie sind doch Vater. Ja. Und ich werde dafür sorgen, dass mein Sohn das nicht hört. Ganz einfach. Und das so, und jetzt ist die Frage... Ich weiß gar nicht, was daran jetzt so schlimm ist. Ich verlange das ja auch von jedem anderen, von jedem anderen Menschen. Ich mache die Musik nicht für Kinder. Das ist keine Musik für Kinder. Die Frage ist, wie sorgen Sie dafür, dass er das nicht in die Finger kriegt? Wieso soll ich dafür sorgen? Das ist nicht meine Verantwortung, dafür zu sorgen. Ist doch Ihre Verantwortung als Vater, dass er das nicht in die Finger kriegt? Ach so, natürlich. Ja. Ja, da kann man für sorgen, wenn man aufmerksam ist und so eine Sachen beobachtet und mit seinem Kind darüber unterhält, was er für Musik hört und sowas. Ja. Dann kriegt man das mit, auf jeden Fall. Ist das, Richard David Precht, ist das spießig, wenn man sagt, das geht möglicherweise zu weit? Das ist etwas, wo man sagen muss, das können Menschen falsch verstehen, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, also ich kann zumindest, soll ich Ihre oder deine sagen, Argumentation nicht nachvollziehen, zu sagen, du würdest den eigenen Sohn dafür wegschließen. Wie wegschließen? Ja, würdest du sagen, du würdest dafür sorgen, dass dein Sohn deine eigenen Texte nicht hört? Nee, nicht alle. Natürlich, nicht alle. Ja. Aber weißt, dass es auch andere Kinder gibt, deren Eltern da nicht so sorgfältig drauf achten und die das alles abkriegen. Da müsstest du ja doch schon ein bisschen schlechtes Gewissen haben und denken, ist ja vielleicht noch eine doofe Situation, oder? Nee, hab ich nicht. Aber Sie haben doch gerade in Ihrem Satz... Ich spreche zu vieles in meinem Leben anscheinend nicht für mich. Ja, aber das ist mir egal, was ihr alle über mich denkt und warum ihr denkt, dass ich kein guter Mensch bin oder was auch immer. Nein, darum geht's doch gar nicht, Sido. Darum geht es in der Sendung die ganze Zeit. Falls ihr, nein, stopp. Also mir fehlt auch schon so ein bisschen der positive Grundton in dieser Sendung, sag ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist jetzt billig. Das ist wirklich billig. Ich will es nur einmal verstehen. Also ich will noch mal sagen, ich kann euren Unmut verstehen oder Ihren Unmut verstehen unter dem Gesichtspunkt, unter dem Gesichtspunkt ist das hier sozusagen ein Resozialisierungstribunal oder reden wir über ein Musikalbum, was rausgelassen wird. Das kann ich verstehen. Aber das andere zu verstehen, zu sagen, ich mache eine Musik, von der ich davon ausgehen muss, dass Kinder sie hören, die ich meinen eigenen Kindern nicht zumuten will, weil ich weiß, dass sie schädlich für sie ist. Guck mal, die Kinder, die diese Musik hören und sowieso Interesse haben, so eine Musik zu hören, ja, die sind sowieso so eine Kinder und so eine Menschen. Dafür kann man nichts. Aber da muss man ganz ehrlich sagen... Nein, also die sprechen sowieso so auf dem Schulhof und so weiter. Ja? Und das ist einfach dann der Soundtrack für die ihr Leben, wenn sie das hören. Aber ihr seid doch deren Helden. Aber ich weiß nicht, was jetzt verwerflich hier an der ganzen Sache ist. Wenn du nicht möchtest, dass dein Kind das hört, dann lass dein Kind das nicht hören. Ganz einfach. Ja, das ist doch in Ordnung. Aber das setzt ein Verantwortungsbewusstsein voraus von den Eltern, die in der Lage sind, ihre Kinder davor zu schützen, Musik zu hören, die sie nicht hören. Ich muss nicht übernehmen, die Verantwortung, die du deinem Kind gegenüber hast, das ist nicht meine Verantwortung. Nee, aber wenn du dich völlig daraus stiehlst, ich stehe mich ja nicht völlig daraus. Und wie gesagt, ich mache nicht grundsätzlich Musik für Kinder, aber ich mache auch Songs, die Kinder auch hören können und die auch eine Message haben und so weiter. Aber ich mache immer noch Message? Rap. Was ist denn die Message, Sido, von diesem Lied, von so einem Video zum Beispiel? Dieses Lied, habe ich gesagt, zeige ich meinem Kind nicht, weil es nicht eine Message hat, die ein kleiner Junge... Aber was ist denn die Message? Die Message ist einfach auf die Kacke hauen. Die zeigen, dass wir die Coolsten sind. Eine ganz normale Hip-Hop, ein Hip-Hop-Klischee, das wir da benutzen, dessen wir uns bedienen, ist einfach mal der Coolste sein, die dicksten Eier zeigen und so weiter. Das ist Hip-Hop und das gehört einfach dazu. Und wir wollten mit unserem ersten Song, den ersten Aufschlag, den wir für das große Projekt, die beiden größten Rapper treffen sich auf einem Album, das sollte einfach Geprotze sein, auf die Kacke hauen, so groß wie möglich, dem Projekt ebenbürtig und so. Deswegen ist es auch so ein Actionfilm geworden, der auch eindeutig als Actionfilm oder als Film zu erkennen ist, wenn da Frauen mit Vampirzähnen und so weiter rumrennen. Ja, dafür, egal, die Diskussion... Fragen Sie mal Tom Cruise, was er bei Mission Impossible sagen wollte. Es ist echt...
Darum geht es doch gar nicht. Ich weigere mich auch irgendwie hinzunehmen, bitte? Dass das ein Resozialisierungstribunal ist. Ja, darum so geht es gar nicht. Nein, es geht darum, etwas zu verstehen. Ich würde gerne Peter Maffay fragen an der Stelle. Haben Musiker eine Verantwortung für das, was sie da jetzt über den Äther schicken oder nicht? Absolut. Ja, natürlich. Absolut. Klar. Da haben wir offensichtlich eine sehr unterschiedliche Vorstellung von Verantwortung. Das Gute an der jetzigen Situation ist im Übrigen wahrscheinlich oder mit das einzig Gute ist, dass sich hier so jeder outet und positioniert und das erzeugt Reibung und, ja. Und dann beschäftigt man sich mit dem Thema. Ja. Zurück zu deiner Frage. Ja. Verantwortung übernimmt man in dem Augenblick, wo man vor Leute tritt, auf einer Bühne spielt und Leute einem Aufmerksamkeit und Zeit entgegenbringen. Das ergibt sich automatisch. Zu dieser Verantwortung gehört aus meiner Sicht die totale Ablehnung von Diskriminierung, die totale Ablehnung von Gewalt. Ja. Ich kann damit persönlich absolut nichts anfangen. Ich möchte nicht, dass mein Sohn mit Gewalt aufwächst. Ich möchte das von ihm fernhalten, so lange wie möglich. Ich möchte nicht, dass er mit einem solchen Gedanken gut ein erwachsener Mensch wird. Und ich würde ihm ein solches Video zum Beispiel würde ich ihm nicht empfehlen. Ich würde sagen, ich würde es mit ihm zusammen ansehen. Mhm. Ich würde es mit ihm zusammen ansehen, so wie ich mit ihm zusammen, wenn er unbedingt eine Zigarette rauchen wollte, eine vielleicht sogar, obwohl ich aufgehört habe, mal rauchen. Ja? Ich würde das tun. Ja? Ich würde ihm erklären, ich glaube nicht, dass das wirklich sinnvoll ist. Mhm. Ich würde ihm meine Sicht der Dinge erklären. Okay. Ich würde ihm aber versuchen, klarzumachen, dass er seine Augen offen hält und trotzdem offen bleibt. Ja, und das nicht so, was heute Abend hier passiert, ist ziemlich vernagelt, ist sehr eng. Ja? Naja. Wir bleiben nicht wirklich cool, niemand hier. Ja? Ich versuch's mal andersrum. Ich finde zum Beispiel diese Nummer ziemlich gut, ich persönlich. Ich mag das, höre das gerne. Das ist gute Musik, das hat einen guten Groove. Auch okay. Die Nummer, die ihr da zusammen gemacht habt, ja, das ist cool. Das heißt also, ich würde das hören. Ja. Und wenn ich das jetzt mit meinem Sohn zum Beispiel höre, würde ich wahrscheinlich eine Menge Fragen kriegen von dem. Und ja. Ich weiß nicht so genau, was ich dem dann sagen soll. Warum? Warum? Ich wüsste jede Frage, Bushido, die der Kleine mir zu Hause stellt, wüsste ich jede Antwort. Ich kann es dir erklären, weil es so ein Alter gibt, und da werden wir gleich drüber reden. Es gibt so ein Alter, in dem, ab dem ist für jeden kleinen Jungen eine Banane eine Knarre. Da findet er das cool. Ja, das ist so in Jungs drin. Das ist irgendwann so das Testosteron, das sich da so Bahn bricht. Ja? Und dann ist das so. Nein, das ist so. Und wenn du das hier siehst, und dann sind das auch noch die Helden von dem, dann sagt, das ist coole Musik. Das Video ist ab 18. Okay? Und es ist in erster Linie ist das Video ab 18. Du bekommst es im Internet nicht zu sehen, es sei denn, du hast einen Account, der dich als 18-Jährigen bestätigt. Das ist wie im Kino. Da schreibst du rein, ich bin 18 oder Rocky 4 ist ab 18, und wenn du als 14-Jähriger da ankommst, sagt der Typ zu dir, du darfst hier nicht rein. Punkt, aus Ende. So. Aber wir sind uns doch einig, du gibst das einem Zweifel bis 13, sitzt ja, davor aber du und sagst, auch ich bin Pornografie 18. Im ja, Internet natürlich. Leider. Natürlich, Schieder, das ist auch etwas Verwerfliches. Ich sag das doch. Also deswegen, ich bin auch Ihrer Meinung. Also man muss da auch wirklich find hinterher sein. Nicht verwerflich oder was auch immer. Moment mal. So abgestempelt werden, finde ich so. Sagen wir es mal so. Nein, es geht doch überhaupt nicht um einen Jungen, natürlich. Der sich sowas anguckt darum, und der das zu nicht verstehen kann, ist das schon ja. Sehr, sehr fragwürdig. Ich würde, aber nicht verwerflich. Verwerflich ist was anderes. Also ich würde es ihm nicht zeigen, aus ja, genau dem ja. Grund. Ich würde sagen, das ist nichts für er dich. Doch auch nicht. Gewalt ist ich würde, überhaupt ja, genau, kein Thema. Aber ich würde auch meinem Sohn keine Rambo-Filme oder was auch immer zeigen. Deswegen zeige ich ihm diesen Actionfilm, den wir da als Video gedreht haben, auch nicht. Ganz einfach. Aber man muss ja davon ausgehen, dass Kinder solche Dinge sehen, korrekt? Ja. Aber kannst das nicht alles wegschließen. Fragt man, also ich meine, Sylvester Stallone und wie sie alle heißen, haben auch Kinder. Nee, sie, weißt du, fragt du man die jetzt dasselbe? Fragt man die jetzt nein, auch, lässt du deine Kinder, und der wird dir dasselbe sagen? Nein, genau. Ich drehe zwar so eine Filme, aber genau. Ich würde meine Kinder die nicht gucken lassen, sie haben, oder? Sie haben völlig recht. Deswegen würde ich gerne an Richard David Precht die Frage stellen, er wächst aus der Tatsache, dass im Netz mittlerweile eben doch alles und jederzeit verfügbar ist, unter anderem auch Rambo-Filme und Ausschnitte, die du sonst früher doch kontrollieren konntest. Er wächst daraus möglicherweise eine besondere Verantwortung. Das ist die Frage. Also müssen wir andere Antworten darauf finden. Also ich glaube tatsächlich, dass all diese Dinge für Kinder verfügbar sind und dass es vergleichsweise einfach für Kinder ist, da dran zu kommen. Ja. Und dass man sich dessen bewusst
sein muss, wenn man es herstellt. Also das glaube ich auf jeden Fall schon. Ja. Und die Argumentation, die Sie bringen, wenn Sie sagen, Sylvester Stallone hat auch Gewaltfilme gedreht, das ist so ein relativ einfacher moralpsychologischer Trick. Ich nehme andere, die auch Mist machen und habe dann sozusagen die Legitimation, es selber zu machen. Rambo hat doch die halbe Welt unterhalten und jeder ist unterhalten von Rambo. Mit Mist meine ich nicht den Inhalt, sondern mit Mist meine ich so inkonsequent zu sein, etwas herzustellen, was sozusagen zu Missbrauch führen kann, dadurch, dass viele Kinder das wahrnehmen und sich dann falsche Heldenbilder erzeugen und vieles andere mehr, ohne die Verantwortung dafür zu übernehmen für das, was man tut. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich lasse jetzt von diesem Internet, dass durch Internet und so alles freier zugänglich ist und sowas, lasse ich auf jeden Fall meine Kunst nicht einschränken. Ja? Und da würde das auch drunter leiden. Wenn ich jetzt mir extra einen Kopf darüber machen müsste, wer wo im Internet und wie kommt man an meine Sachen. Mhm. Ich mache einfach Musik aus der Kunstsache heraus. Und ich aber möchte trotzdem, dass man mich immer noch als den Künstler sieht, der ich bin, wenn ich Musik mache. Kunst ist auch akzeptiert. Das ist doch völlig banal. Haben wir heute nicht auch Ausschnitte aus dem Video gesehen, welches wir auch mit Peter Maffay gedreht haben? Mhm. Würden Sie diesen Song von Ihrem Sohn geheim halten wollen? Also von dem, was ich gesehen habe, bestimmt nicht. Okay, nein. Super. Also damit wir uns richtig verstehen, ich würde ja nicht sagen, alles, was Sie künstlerisch herstellen, muss sozusagen im Giftschrank. Genau. Ja, sondern es kann ja auch vieles sein, das für ein großes Publikum und auch für Kinder und sowas geeignet sind. Ich fälle ja kein Urteil über Sie als Mensch in dem Moment. Ich fälle ein Urteil darüber, dass man sich überlegen muss, wenn man einen künstlerischen Prozess macht, in dem Gewaltverherrlichung möglicherweise enthalten ist oder als solche verstanden werden kann, dass man sich dann überlegt, mache ich das? Absolut. Mit dem im Hinterkopf überlegen, was kann ich potenziell damit anrichten? Ganz genau. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Und Herr Lanz, jetzt muss ich Sie aber gerade ein bisschen tadeln, denn alle Zitate, die ich heute gehört habe, sind aus dem Jahr 1998, 99. Ja? Das letzte nicht, ne? Das oder letzte 2001. Ist ganz aktuell. Das letzte ist ganz aktuell. 2011. Das war er. Ich rede über meine Zitate. Ja, gut, ich hätte auch noch ein anderes hier, aber das lasse ich jetzt. Gut, aber es gibt ja zum Glück, es gibt ja zum Beispiel die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Ja? Die sitzen uns ja allen im Nacken und überprüfen das und das ist auch gut so. Ja? Und ich bin auch seit 7 Jahren auch nicht mehr initiiert worden. Also reden wir jetzt darüber. Aber das ist nein, Moment mal, das bedeutet, das bedeutet auch das, was auch Herr Maffay gerade angesprochen hat. Aber was bedeutet das? Genau. Sagen Sie mal, was das aus Ihrer Sicht bedeutet. Das ist auch das, was Herr Maffay angesprochen hat, indem er sagt, pass mal auf, der Junge wurde jetzt auch verpflichtet oder wir haben eine Wette auf die Zukunft am Laufen. Ja. An dem Tag, zum Beispiel 2005, bin ich persönlich zur Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gegangen. Petra Meyer ist die Vorsitzende, ich saß dort. Ich habe gesagt, liebes Gremium, bitte erklärt mir, warum wird das indiziert? Dann haben die Leute mir das erklärt und dann habe ich mich danach gerichtet und ich habe es verstanden und ich habe es umgesetzt. Und seit 7 Jahren werde ich nicht mehr indiziert. Das bedeutet auch, ich habe was verstanden und kann es umsetzen, wenn jemand mir das erklärt. Also wo ist das Problem? Ist ein ganz interessanter Punkt. Ist ein ganz interessanter Punkt. In dem Punkt bin ich völlig auf deiner Seite. Also jemand ewig darauf festzunageln, was er mal vor 5 oder vor 7 Jahren gemacht hat und ihm das immer wieder darum so neu aufzutischen, ist ein Problem. Das sehe ich also genauso. Das Wichtige ist ja, dass wir Menschen wie Bushido brauchen. Nämlich im Grunde genommen, weil er die Chance hat, tatsächlich, wenn er die Rolle wahrnimmt, ein Vorbild zu sein. Für, nicht nur für Migrantenkinder, sondern auch für viele Kinder, die in sozial problematischen Elternhäusern aufwachsen, die in Milieus reinwachsen, die alles andere als die Chance auf ein erfülltes Leben für in späteren Zeiten mal ermöglichen, in die Schulen zu gehen. Ja, und zu erzählen, ich bin auch ein harter Junge und so weiter, akzeptiert zu werden davon und gleichzeitig zu sagen, pass mal auf, aber hier, ne, Gewalt und so weiter bringt nichts. Der ist natürlich viel überzeugender, Herr Bushido, wenn er in die Schule geht, als wenn ich das mache. Ja, das ist wahr. Was ich mich gerade frage, ist völlig nachvollziehbar. Wichtig ist nur, dass es passiert. Genau. Es passiert. Das mache ich. Alles klar. Mhm. Es gibt nur leider wenig Leute, die auf mich zukommen. Und deswegen nochmal, ich kann mich nur nochmal wiederholen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Jetzt lassen Sie uns mal das Video außen vor und die Musik außen vor und den Coversong außen vor. Ich bin wirklich über die menschliche Geste auch von Herrn Maffay dankbar, dass er gesagt hat, pass mal auf, Jungs, ich könnte euch wie der Rest von Deutschland die Tür vor der Nase zuhauen, ja, weil ihr so seid, wie ihr angeblich seid und was ihr da vor 10 Jahren gemacht habt, war nicht okay. Ich will mit euch nichts zu tun haben, das hätte er auch machen können, ja. Und deswegen war ich doppelt überrascht, dass er es nicht gemacht hat. Was hat er denn gemacht? Er ist zu uns gekommen, hat uns die Hand gegeben. Er hat uns verpflichtet, er hat gesagt, pass mal auf, ich nehme euch mit. Aber wenn ich euch mitnehme auf die Party, dann müsst ihr euch aber auch benehmen. Ja, aber ist ja auch der Grund, warum wir uns heute hier unterhalten. Ja, aber das wird anscheinend, das realisieren manche Menschen nicht. So. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe keine Menschen wie er. Wir wären immer noch die Idioten, die draußen nicht reinkommen. Was würden wir machen? Ja, wir würden rumpöbeln, wir würden dann wieder anfangen, Scheiße zu bauen. Genau wie diese ganze Diskussion. Merken wir jetzt hier, wie wir aufgebaut sind und anfangen rumzupöbeln, weil wir die ganze Zeit angefeindet werden und so. Und anstatt
man zusammen, ich Jungs, mich auch ganz ein ehrlich, bisschen entschuldigen, wir machen zusammen was. Selbst Sie, ich meine, Sie engagieren sich ja auch sozial. Oh, jetzt rede ich wieder Angst, ja, wieder Angst und so. So geschauspielert, unglaublich, unglaublich. Das ist unglaublich. Ich bin keine Schauspielerin. Doch, aber ich finde es... Ja, Bushido, eine Frage habe ich. Nein, aber ja. Ich meine, würden Sie mir die Chance geben, Ihnen und Ihrem Verein... Sie hat einen schönen Verein, Berliner Schwulenberatung. Ja, genau. Das genau. Ist würden Sie mir die Möglichkeit geben, ihn irgendwie unter die Arme zu greifen? Natürlich gerne. Ja? Ja, dann das ist doch mal ein Wort. Mir. Da sehen wir doch jetzt mal einen entscheidenden Schritt weiter. Bushido, ich habe... Wenn man sich diese beiden Biografien auch anschaut von euch, dann denke ich manchmal, das ist ja etwas, das zunächst mal so aussah, als wäre es sozusagen verlorene Liebesmüh und geht wirklich direkt in die falsche Richtung. Und irgendwann habt ihr beide dann über die Musik und über die sehr viele Arbeit, die dann auch da reingesteckt worden ist, von Sido weiß ich, der hat irgendwann in so einer WG mit Mäusen gelebt, die über ihn hinweggelaufen sind und sich ein paar Musikinstrumente zusammengespart. Also über diese viele Arbeit irgendwann mal dann den Bogen gekriegt. Ja. Ja. Und ist sozusagen das Vorbild. Was war denn für euch das Vorbild, das Erstrebenswerte? Wo wolltet ihr hin? Ich wollte Ruhe haben. Und das will ich auch heute noch. Ich will einfach Ruhe. Mein Leben war damals sehr anstrengend und nicht leicht. Und mit Ruhe meine ich jetzt nicht so Fenster zu und keine Geräusche, sondern ja, ich meine mit Ruhe einfach so wissen, dass ich, also entspannt sein für mein Leben, wissen, dass alles erledigt ist und ich so wirklich zur Ruhe kommen kann. Dass Sie angekommen sind. Ja, zum Beispiel. Ja, angekommen könnte man auch sagen. Das Ziel habe ich noch nicht erreicht, aber ich arbeite darauf hin. Ja? Und das sollen dann auch so eine Lieder wie das Lied, um nochmal ein bisschen auf die Musik zurückzukommen, das sollen dann so Lieder wie das Lied, das wir mit Peter gemacht haben, dann auch zeigen und davon spricht dieses. Das fällt ja auch auf. Also wenn man sich zum Beispiel gerade Ihre Sachen anschaut, dass die im Laufe der Jahre deutlich versöhnlicher geworden sind, sage ich mal. Ja. Deutlich versöhnlicher. Ja, das ist aber auch meine Versöhnung mit der Gesellschaft. Früher, als ich wie Sie oder du, ich weiß jetzt, lass ich habe Angst, jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wo wir sind hier gerade. Lass uns zu sagen. Also wie du das gesagt hast, ich habe eben früher in sehr, sehr schlechten Verhältnissen gelebt. Ja, und mein Leben war dementsprechend scheiße. Und deswegen war ich auch sehr unversöhnt mit der Gesellschaft. Und so klang meine Musik auch. Ja? Und, ich glaube, das ist überhaupt ein ganz wichtiger Aspekt, sich mal zu vergegenwärtigen, wo kommt jemand her und mit welchen Schwierigkeiten ist er aufgewachsen. Das ist ja bei ihm auch so. Welche Möglichkeiten hatte er, sich zu artikulieren und wie heftig sind sie aus diesen Gründen, die Artikulation, meine ich, ausgefallen. Sehr vieles, was am Anfang unorientiert ist und heftig ausfällt, passiert genau deswegen, weil es ein Schrei ist, ein Aufschrei, weil man noch nicht gelernt hat, andere Mittel einzusetzen. Ja. Und dann erklärt sich auch und versteht sich wahrscheinlich auch ein solcher Anfang. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo mal in ähnlicher Form Schwierigkeiten gehabt im Leben. Ja? Das muss man auch hernehmen, um ein bisschen den jetzigen Standpunkt zu relativieren. Ja? Mhm. Ich glaube, ein Preis, um noch einmal darauf zurückzukommen, du hast gesagt, das ist ein Vorschuss. Ich betrachte das. Ja, ich habe das gesagt, eine Wette auf die Zukunft. Ich glaube wirklich, dass das ein guter Begriff ist. Mhm. Jetzt kann der Beweis erbracht werden und dann ist gut. Dann ist genau das passiert, was Sie sagen, nämlich die Energie umgeleitet worden in die richtige Richtung. Wenn die Kids, wenn seine Fans oder deine Fans, Sido, mit dieser Haltung konfrontiert werden, dann entsteht auch etwas Gutes dabei. Und das ist die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Die kann man kritisch betrachten, aber was viel mehr erzählt, ist doch das, was wir in der Zukunft gemeinsam tun. Also, wir haben heute hier euch drei sozusagen. Tolles Musikstück übrigens. Erwachsen sein und haben, glaube ich, ein bisschen was auch verstanden von der Welt, in der wir uns da bewegen und auch für die Motivation, das ein oder andere so zu machen. Gabi Decker sitzt bei uns, die jetzt demnächst jemanden hat, der sie noch zusätzlich unterstützt als Schirmherrin bei der Berliner Schwulenberatung. Und sie machen etwas, was ich hochinteressant finde, weil wir neulich mit einem schwulen Gast genau darüber gesprochen haben, der sagte, schwul zu sein ist sehr lustig und sehr schön, solange du jung bist und begehrt bist. Und wenn du alt wirst, hast du ein Problem. Dann wirst du plötzlich ein alter, einsamer Mensch. Und Sie gehen her und greifen genau dieses Thema auf. Warum? Naja, ob die nun schwul sind oder nicht, ich bin grundsätzlich für alle Menschen und für alte Menschen. Nee, aber Sie gründen einen Seniorenstift sozusagen für schwule Senioren. Für schwule Senioren. Das ist ein rein schwules Seniorenheim, so darf ich das nicht nennen. Das heißt natürlich Lebensortvielfalt. Ja.
Und ich finde das schön. Ich würde es als geschütztes Wohnen sehen. Ja. Weil es ist durchaus wichtig, dass diese alten schwulen Männer beschützt werden. Leider ist es so. Was heißt denn, wovor müssen die denn beschützt werden? Vor Übergriffen, vor Diskriminierung in normalen Altenheimen. Also ein älterer Herr, der jetzt im April, eröffnen wir das ja. Einzieht, der hat zu mir gesagt, ich wohne jetzt 25 Jahre in so einem Altbau im dritten Stock. Mhm. Und immer wenn ich runterging und am zweiten vorbei musste, hat die Frau gesagt, die da auch so lange wohnte, na du blöde schwule Sau. So, und das wollte er nicht mehr hören. Und das will er auch gar nicht im Altenheim hören oder in irgendeinem Altenheim. Also zieht er zu uns und ist da geschützt. Also es dürfen auch junge Schwule einziehen. Ja, die, wenn sie den Pflegeberuf haben, also ich sage mal einer für alle, alle für einen. Und der dann nach Hause kommt und dass man sagt, naja, Herr Müller hat heute ein bisschen Blutdruck, kannst du noch mal messen gehen, dann macht er das mit Freude. Oder einer, der noch ein Auto hat, kauft für den anderen ein. Die haben ja eigenständige Wohnungen. Die haben ja eine Einzimmerwohnung mit Kochnische und eigenem Bad. Aber wir haben die erste Alzheimer-Abteilung Europas. Das heißt, es geht darum, auch diesen Menschen, wenn ich das richtig verstehe, eine Aufgabe zu geben, was uns zu einem interessanten Interview und einer spannenden These von Richard David Precht bringt, der im aktuellen Stern sagt, man muss den neugierigen Greisen eine Aufgabe geben. Und zwar nicht freiwillig, sondern die müssen. Ja, also dahinter steht erstmal eine allgemeine Überlegung, die nämlich, dass wir unser Rentensystem in Zukunft nicht mehr werden finanzieren können, weil das Rentensystem zu einem Zeitpunkt eingeführt wurde, als ein Rentner, der die 65 überhaupt erreichte, im Schnitt noch 3 Jahre lebte. Und heute leben sie vielleicht 20 Jahre oder in Zukunft 30 Jahre und wir alle wissen, dieses Rentensystem funktioniert nicht weiter. Das heißt, die alte Vorstellung, dass man mit 65 in einen sogenannten Ruhestand wechselt, eigentlich auch ein fürchterliches Wort, um dann anschließend eigentlich nichts mehr zu tun, diese Vorstellung ist nicht mehr zeitgemäß. Jetzt gibt es sehr viele ältere Menschen in dieser Gesellschaft, die dieses Alter erreicht haben und die auch sehr gerne bereit sind, sich im Prinzip sozial zu engagieren. Das heißt, sie sagen ja, eigentlich würde ich ja ganz gerne mich zum Beispiel um ein Kind in einer schwierigen Schule kümmern, das vielleicht keine richtige Chance hat, dem Nachhilfeunterricht geben. Eigentlich würde ich. Aber ich weiß nicht so richtig, wie das geht. Berührungsängste hat, das auch logistisch nicht hinbekommt. Und dann ist folgende Idee, also ich fand es sehr schade, dass als Wehrpflicht ausgesetzt wurde, dass wir nicht ein Pflichtjahr für Mädchen und Jungen eingeführt haben, für jeden. Und das Gleiche könnte ich mir genauso vorstellen, auch mit 65. Dass sie mit 65 ein zweites soziales Pflichtjahr machen, weil es den großen Vorteil hat, dass sehr viele Menschen, die das dann anschließend machen, während sie das tun, plötzlich entdecken, wie viel Spaß sie daran haben, Gutes zu tun, jemandem zu helfen, sich um Kevin oder um Ahmed in der Schule zu kümmern oder sich um andere ältere Menschen zu kümmern und plötzlich eine Aufgabe für einen Lebensabschnitt finden, die sie sonst im Prinzip zwar übernommen hätten, aber in der Realität nicht übernommen hätten. Aber das heißt wirklich das verpflichtend machen, ja? Das ist nämlich für mich der große Knackpunkt. Ich muss doch mit 65 irgendwann mal die Freiheit haben zu sagen, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Sie haben eine sehr, oder mit 67. Sie haben eine sehr, sehr idealistische Vorstellung, wie die Welt in Deutschland aussehen wird, wenn Sie 65 oder 67 sind. Wir werden nicht mehr in den gleichen materiell gesegneten Umständen leben. Wir werden vor ganz, ganz gewaltigen sozialen Problemen stehen. Und in dieser Situation wird sich nicht mehr die Frage stellen, ob Sie das als Freiheitsbeschneidung wahrnehmen im Alter von 65, sondern Sie werden das als eine notwendige Pflicht wahrnehmen. Überlegen Sie sich mal vor 5, 6 Jahren, wenn man gesagt hat, Sie dürfen in Restaurants nicht mehr rauchen, dann hätten die allermeisten gesagt, das kann man in Deutschland nie einführen. Heute können Sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es mal denkbar war, dass während Sie Ihr Feinschmeckergericht gegessen hatten, am Nebentisch einer eine Zigarre geraucht hat. Und genauso werden die Menschen bereit sein, sich auch an dieses Pflichtjahr zu gewöhnen. Ich mache mir diesbezüglich die allergeringsten Sorgen. Denn in einer so privilegierten Situation wie jetzt, wo wir es einführen, also falls wir es denn einführen, werden wir in 20 Jahren nicht sein. Ja, aber... Mushid, bitte, ja. Ja, aber gut, aber dieses Nichtrauchergesetz ist ja auch nur durchgekommen, weil die Leute Strafe zahlen mussten. So, wollen Sie jetzt die Leute, die dann nicht bereit sind, sozusagen dieses freiwillige Jahr zu leisten, wollen Sie dann da auch eine Strafe irgendwie geht um die Pflicht. Naja, die gleiche. Pflicht. Es wäre schön, natürlich das, was Sie sagen, ist richtig. Und es wäre schön, wenn wir alle von alleine unsere eigene Pflicht erkennen würden. Freiwillig. Genau, freiwillig wäre das super. Aber ich meine, nur dieses Nichtrauchergesetz. Ja, finde ich auch. Wir kommen gerade aus Wien, wir haben das gesehen. Die haben uns die ganze Schnitzel voll gepafft beim Essen. Und was natürlich super eklig ist. Ne? Aber leider ist ja auch keiner auf die Idee gekommen, hat gesagt, pass auf, wir machen das jetzt freiwillig. Ja? Wir rauchen jetzt nicht mehr im Restaurant, sondern da gibt es 35 Euro Strafe. Hat er recht. Dürfen wir nicht mehr rauchen. Deswegen ja, also ich meine, der Wehrdienst war ja nun auch Pflicht. Und Zivildienst war auch Pflicht.
Das heißt etwas, was der Staat von seinen Bürgern erwarten konnte. Nee, schon klar, aber es geht doch jetzt um ein zweites Jahr, ja, wenn ich das richtig verstehe. Also das heißt, ich muss zweimal antreten. Einmal mit 18, 19. Und legen Sie die Betonung des Wortes nicht auf muss, sondern auf darf. Aber die Wehrpflicht war auch gezwungen. Ja, also ich meine, wenn du nicht gekommen bist, kamen die Feldjäger und haben dich auf ganz miese Art und Weise aus deiner Wohnung geholt. Und, ja. Das war auch schon gezwungenermaßen. Das ist so. Wahr. Ich habe das genauso erlebt. Und für mich war das eine Katastrophe. Also erstmal ist dieser Fall, dass die Feldjäger gekommen sind, insgesamt die Fülle der Wehrdienstpflichtigen gerechnet, ein vergleichsweise seltener Fall. Ja, weil das auch und vergleichsweise ich mir jetzt auch keine hart war, was da passiert ist, wenn die kamen. Ja, und das hat ich stelle mir auch keine Feldjäger vor, die die Alten aus ihren Wohnungen halten, sondern normalerweise wird man dann sozusagen, darf man sich aus einem Katalog von vielen Möglichkeiten, so wie es beim Zivildienst letztlich auch war, etwas aussuchen. Ja. Und das wird sozusagen, man geht ganz regulär in dieses Stadium über. Und natürlich wird man nicht für den Feldjägern abgeholt, aber man könnte Probleme mit der Auszahlung seiner Rente bekommen. Aua. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Gut, aber die beiden... Aber manche muss man auch zu ihrem Glück zwingen. Also ja, aber ist das Glück mit 67 dann Glück. Oder mit 70? Das kann das Glück sein. Das kann Glück sein. Wirklich, anstatt aus dem Fenster zu gucken und Tabletten zu nehmen, kann man auch was Tolles mit Kindern machen oder okay. Im Tierheim anderes, was okay. Jetzt sitzen wir hier als Menschen, die alle, wenn man auch Peter Maffay sieht, die sozusagen kreative Berufe hatten, die die Chance hatten, immer wieder sich dann auch entsprechend vielleicht auch mal zu entspannen. Diese harte körperliche Arbeit muss man dann nicht machen. Stehen sehr, sehr lange im Studio, aber das ist jetzt nicht der Straßenbauarbeiter, der 50 Jahre irgendwo an der Autobahn mal lucht. Muss der jetzt auch mit 67 dann noch mal ran? Also man muss sich ja vorstellen, dass dieses Jahr nicht vergleichbar ist von den körperlichen Belastungen mit dem ein Zivildienstleistender jetzt ausgesetzt ist. Okay. Also Sie können das auch über mehrere Jahresstunden in kleineren Abteilungen, dass Sie sozusagen so und so viele Stunden im Jahr machen, über einen bestimmten Zeitraum. Mhm. Alles angepasst an Ihre körperlichen Möglichkeiten, alles angepasst an Ihren Gesundheitszustand. Es ist ja nicht etwas, das man sich wie einen Arbeitsdienst vorstellen muss, sondern als eine Leistung, die Sie der Gesellschaft bringen müssen und bei der Sie selbst mitentscheiden können, ob Sie das innerhalb eines Jahres machen oder ob Sie das stückeln und verteilen und alles im Hinblick auf das, wozu Sie körperlich und geistig in der Lage sind. Also das wird schon sehr, sehr freundlich und sehr kulant sein. Könnte auch vorlesen sein. Selbstverständlich. Das Heimer spielen. Ja. Aber das ist jetzt nur eine Idee. Ja. Ja, ist nur eine Idee. Das ist nur eine Idee. Okay, weil die hört sich nämlich sehr individuell an. Und das, glaube ich, wird in der Praxis gar nicht, das, glaube ich, klappt nicht. Ist aber... Ja, das ist, ich glaube, wir als Staat oder als Gesellschaft, wir sind da einfach zu unflexibel, als dass wir wirklich diese, ich meine, wir sehen es ja beim Schulsystem. Ich meine, da sagen auch viele Menschen, ja, wir brauchen da viel mehr Individualität und 1 bis 6 ist nicht für jeden das Richtige und so. Aber ich glaube, die Realität sieht ein bisschen anders aus, glaube ich. Ja, ich glaube auch gegenwärtig. Ja, ich glaube, gegenwärtig erscheint dieser Vorschlag viel provokativer, als er ist. Ich glaube eben, was ich am Anfang gesagt habe, dass angesichts der zu erwartenden gesellschaftlichen Entwicklung, der zu erwartenden schrumpfenden Wohlstandsentwicklung, der steigenden Sozialproblematik, der steigenden Rentenproblematik, die gar nicht uns mehr gar die nichts übrig bleibt. Ja. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, wir könnten auch einfach darauf verzichten und machen so weiter wie bisher. Wir haben ja auch viele andere Probleme. Die Menschen werden in vielen Berufen in Zukunft nicht bis 65 arbeiten müssen, sondern bis 70 arbeiten müssen. Einfach weil die Phase danach, wo sie Gott sei Dank noch gesund, lange und auch gesund leben können, so lang geworden ist. Was ja ein Wahnsinn, ein Menschheitstraum ist, der wahr geworden ist. Aber für diesen Menschheitstraum muss man etwas tun, dass es nicht allein zu Kosten und zu Lasten der nachwachsenden Generationen geht, die das nicht mehr stemmen können. Peter, wärst du bereit, sowas zu machen? Verpflichtet, wirklich verpflichtet. Nicht so auf freiwilliger Basis, du bist ja vielfältig engagiert. Ich mach das Aber freiwillig. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, hier ist ein Katalog, such dir was aus, ab morgen... Nein, ja, ernsthaft, so muss man das immer machen. Er kann doch das, was er jetzt gegenwärtig sozial macht, einfach weitermachen. Okay. Ja, aber und es quasi geltend machen. Ich hab schon verstanden, diese Verpflichtung, die dahinter steckt, die mich in... Ich werde in die Pflicht genommen, vielleicht ohne, dass ich da überhaupt zustimmen mag. Ja. Genau. Ich glaube nicht, dass ich das machen wollte. Nein. Ich glaube aber, dass jeder alte Mensch, der noch tätig sein darf, seinem eigenen Selbstwertgefühl etwas Gutes antut und die Gesellschaft, die einen alten Menschen arbeiten lässt, die Qualifikation eines älteren Menschen akzeptiert und auch seine Leistungsfähigkeit und ihn nicht zu früh ausrangiert, um einmal dieses böse Wort zu gebrauchen. Jede Gesellschaft, die das zulässt, ist eine gute Gesellschaft. Und wir müssen wieder lernen, mit dem Alter richtig umzugehen. Das ist bei uns lange nicht mehr passiert. Ich glaube nicht, dass eine
eine Verpflichtung unbedingt der richtige Weg ist. Aber ich glaube, da ist eine Auseinandersetzung in der Gesellschaft, dass das der richtige Weg sein könnte, also tätig zu sein im hohen Alter. Was glaube ich, ist sinnvoll. Ich wäre ganz froh, wenn wir um diese Verpflichtung rumkommen würden. Eben. Das heißt, wenn die Anzahl der Menschen, die es freiwillig tun, so groß ist, dass wir einen erheblichen Teil der Probleme, die dadurch entstehen, dass die Menschen so lange leben, wie gesagt, was ja eigentlich sehr schön ist, dass wir die auffangen können. Mhm. Das heißt, wenn wir Millionen von Rentnern haben, die alle bereit sind, sich freiwillig zu engagieren, dann brauchen wir dieses Pflichtjahr. Aber wenn wir sie nicht haben, dann müssen wir uns überlegen, was wir dann tun. Was sagt Sido dazu? Komm, nicht kneifen jetzt. Nee. Also ich hab das gar nicht so richtig mitgekriegt. Was ich aber mitgekriegt habe, ist, dass Herr Maffay gesagt hat, dass wir uns ein bisschen mehr um alte Menschen kümmern sollten insgesamt. Ja? Und das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Also Leute, die hilfebedürftig sind, denen sollte man helfen. Und das sind nun mal die älteren Herrschaften in unserer Gesellschaft auch. Ja? Und ich habe lange im Altersheim gearbeitet. Ich habe dann ein langes Praktikum auch gemacht und so. Und was heißt lange? Ich will nur mal wissen, um da mal zu verstehen. Du bist doch Gelernter oder ich bin quasi Erzieher. Erzieher genau. Eigentlich. Mhm. Und in der Ausbildungszeit musste ich mal im Kindergarten und mal im Altersheim arbeiten. Also das waren anderthalb Jahre Kindergarten, anderthalb Jahre Altersheim. Okay. Und in der Zeit ist mir einfach klar geworden, dass wir da riesengroße Verpflichtungen haben, in beiden Richtungen. Ja? Erzieher auch. Ich halte das Kinderding finde ich genauso wichtig wie die alten Leute. Das ist mir sehr wichtig. Deswegen habe ich auch geklatscht gerade, weil ich habe, wie gesagt, das nicht so richtig verstanden. Das war mir zu viel und ich habe auch gar keinen Bock mehr dazu zu hören. Ich finde das ganz toll, was er sagt. Und mich ärgert immer jedes Jahr so ein bisschen, warum wird immer nur gespendet für Kinder in aller Welt und Kinder in Deutschland und Kinder da und da. Immer nur für Kinder. Ich habe noch nie einen Spendenaufruf für alte Menschen im Fernsehen gesehen. Noch nie. Ja. Das war. Wobei, ja, wahrscheinlich, weil Kinder noch keine Rente haben, beispielsweise, und weil man sich eher vorstellt, dass ein alter Mensch, das entspricht ja leider nicht mehr den Tatsachen, dass ein alter Mensch durch die sozialen Absicherungen eigentlich sicher ist. Ja? Ja, bei Kindern, die auf die Welt kommen und es sich noch nicht einmal aussuchen können, in welche Welt sie gesetzt werden, ist es vielleicht ein bisschen leichter kommunizierbar, dass die mehr Hilfe brauchen. Und ich meine, ein kleiner Mensch von 2, 3 Jahren ist sicherlich um einiges hilfloser wahrscheinlich. Nein. Als mancher alte Mann. Nein, ich rede ja nicht von den gesunden älteren Herrschaften in Deutschland, denen es gut geht und die in ihren Villen hocken, sondern ich rede von denen, die eben kaum Rente kriegen, keine Verwandten mehr haben und in Heimen dahin. Also lassen Sie uns den gemeinsamen Nenner. Putti, sondern und die riechen auch nicht niedrig. Der gemeinsame Nenner kann doch sein, dass beide Randgruppen, so wenn man sie mal da so bezeichnet. Da sind wir wieder bei Sido. Genau. Bei den Randgruppen. Bei den beiden Enten, sehr alt und auch jung. Also diese beiden sind uns, glaube ich, einig. Mehr Aufmerksamkeit und sollten mehr Aufmerksamkeit der Gesellschaft bekommen. Mhm. Ja. Apropos Kinder, sollten wir auf jeden Fall ansprechen. Richard David Precht hat ein philosophisches Buch für Kinder gemacht. Der Mann, der so ewig lange mit einem Bestseller philosophischer Art auf der Bestsellerliste steht, seit 4 Jahren mittlerweile. Und ein Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, das ja ursprünglich mal gedacht war für Kinder. Wer bin ich und wenn ja, wie viele, war für meine Stiefkinder gedacht, die aber zu dem Zeitpunkt alle 3 in der Pubertät waren. Und ich wollte meinen Stiefkindern ein bisschen was erzählen darüber, von den Dingen, mit denen ich mich beschäftige. Und so war Wer bin ich und wenn ja, wie viele eigentlich ein Jugendbuch, das so ein bisschen das Wissen zusammenfassen sollte, nicht nur der Philosophie, auch der Psychologie, der Naturwissenschaften. Was wissen wir eigentlich heute über den Menschen? Was wissen wir heute über Moral? Was wissen wir erkenntnistheoretisch über den Menschen und so weiter? Das war das eigentliche Projekt. Und dann haben wir uns aber entschieden, weil diese Fragen ja nicht nur für Jugendliche interessant sind, sondern genauso für Erwachsene, daraus ein Buch für Jugendliche quasi und Erwachsene zu machen. Aber das jetzige Buch ist wirklich ein Kinderbuch, das heißt für Kinder von 10 bis 13. Das Sie gemeinsam mit Ihrem Sohn Oskar gemacht haben. Mhm. Und es ist interessant, sozusagen die Begegnung eines Vaters mit seinem Sohn auf einer ganz anderen Ebene. Sie sind sehr viel durch Berlin spazieren gelaufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der junge Mann hat die Fragen gestellt, die Kinder üblicherweise so stellen. Also deswegen die Frage, warum stören Spiegel beim Klauen? Ja,
Ja, also das war eine der Fragen, die wir gestellt haben. Wir sind in Berlin spazieren gegangen. Wir sind zu berühmten Orten gegangen, zu weniger berühmten Orten, aber zu Orten, zu denen ich ihm jedes Mal eine Geschichte erzählt habe, was es mit dem Ort auf sich hat. Und dann anschließend eine philosophische Fragestellung, die dazu passte. Wie zum Beispiel die Frage, warum stören Spiegel beim Clown? Und dann habe ich ihm erzählt, dass amerikanische Wissenschaftler mal eine interessante Untersuchung zu Halloween gemacht haben, in dem Kinder, zu Halloween ist passiert das Gleiche in Amerika, was die Kinder bei uns St. Martin machen, man geht betteln. Und die Kinder hatten die Chance, Bonbons zu klauen. Und sie haben diese Chance reichhaltig genutzt, aber sie haben sie dann nicht genutzt, wenn sie sich beim Clown in den Spiegel gucken mussten. Und das ist natürlich sehr interessant, weil wir alle geborene Verdränger sind. Wir verschieben, wir verdrängen, wir vergleichen. Wir versuchen uns immer moralisch so halbwegs in gutes Licht zu setzen. Und es fällt uns deutlich schwerer, wenn wir uns dabei in den Spiegel gucken müssen. Das heißt, das, was wir tun und das Selbstbild, was wir von uns haben, die werden miteinander vernetzt. Und häufig schaffen wir das sonst, das beides einfach zu trennen. Und der Spiegel konfrontiert uns sozusagen unmittelbar damit. Genau. Es war aber ein sehr schwieriges Kapitel mit meinem Sohn, weil mein Sohn darauf bestanden hat, dass er, selbst wenn er die Gelegenheit hätte, ohne Spiegel die Bonbons zu klauen, es niemals tun würde. Aber das liegt auch daran, dass sein Großvater Kommissar ist. Okay. dann die Frage, darf man Tiere essen? Stellen Kinder häufig. Das ist eine der schwersten philosophischen Fragen. Vor allen Dingen, wenn man versucht, diese Frage beim Essen einer Currywurst in Konopkes Currywurstbude zu beantworten. Und die Currywurst offensichtlich gut schmeckt. Und man gleichzeitig eigentlich darüber nachdenkt, dass Tiere aufgrund ihrer Leidensfähigkeit, auch aufgrund der Intelligenz, die bei einigen Tieren ja sehr ausgeprägt ist, eigentlich Wesen sind, die man nicht essen darf. Und wir haben dann in einem sehr schwierigen Gespräch versucht, ungefähr die Grenze auszuloten, was man essen darf und nicht essen darf. Sie machen dann ein irres Beispiel. Sie sagen, stell dir mal vor, da kämen jetzt Aliens von irgendwoher auf die Erde und würden sagen, guck mal, die sehen alle irgendwie lecker aus, da schneiden wir jetzt mal ein Stück ab und die essen wir jetzt. Uns. Ja. Könnte ja passieren. Es ist das Szenario, wenn Aliens wie bei Independence Day die Welt übernehmen würden und sagen, wir sind viel intelligenter als ihr und deswegen sind wir die überlegene Spezies und weil wir die Schlaueren sind, haben wir das Recht, euch zu essen. Das bildet ja in ungefähr das gleiche Verhältnis ab, was wir zu den Tieren haben, wo wir sagen, wir sind die Intelligenteren und deswegen haben wir das Recht, die Tiere zu verspeisen. Da muss ich im Übrigen also auch mea culpa sagen, das Buch ist durchaus blutrünstig. Ja, also solche Geschichten tauchen darin auf, aber ich meine, sind soeben für Kinder noch zumutbar. Unbedingt. Und dann eine ganz wichtige Frage, die Kinder aber in einem bestimmten Alter immer wieder stellen, beziehungsweise eine Feststellung, die sie machen, nämlich sagen, das ist unfair. Ja. Also Spitzmensch ärgere ich nicht, es läuft darauf hinaus, dass der Kleine verliert, dann sagt, das ist unfair. Ja, also Kinder haben einen mehr oder weniger angeborenen Sinn für Unfairness, die ihnen widerfährt. Das ist aber noch etwas ganz anderes als ein Sinn für Fairness. Ein Sinn für Fairness heißt, die gleichen Spielregeln auch für jemand anders gelten zu lassen. Mhm. Und das ist etwas, was man lernt. Und das lernen wir im Regelfall so zwischen dem 4. und 8. Lebensjahr, wenn wir es lernen. Wenn Sie jetzt aber Eltern haben, die ihren Kindern sagen, hör mal, wenn du was abgibst, ja, dann kriegst du aber Prügel oder kümmere dich nicht um das, was andere denken, dann haben wir gute Chancen, die Kinder fürs Leben diesbezüglich zu ruinieren. Übrigens ein weiterer Grund, warum es wahnsinnig wichtig ist, dass sehr viele Leute, Rentner zum Beispiel, aber auch viele andere, in die Schulen gehen und sich gerade um diese jungen Kinder kümmern und denen ein gutes Beispiel geben. Ein gutes Beispiel dadurch, dass sie zum Beispiel zeigen, ich kümmere mich um dich, ohne dass ich was dafür kriege. Einfach so. Oder elementare Regeln von Fairness beibringen, weil wenn diese Kinder das in dem Alter nicht lernen, wird es für sie sehr, sehr schwer werden, das später nachzuholen. So, und mit der Bitte um kurze Antwort, warum auch so eine steile These, warum verderben Belohnungen den Charakter? Es gibt eine ganz interessante Versuchsreihe, wo man Kindern geguckt hat, wie hilfsbereit sind Kleinkinder. Und die natürliche Hilfsbereitschaft von Kleinkindern ist sehr, sehr ausgeprägt. Also jemand signalisiert, er braucht Hilfe, ihm ist was runtergefallen. Ein normales Kleinkind im Alter von 2 Jahren, 1,5 Jahren, bückt sich und hilft, wenn man es auffordernd anschaut. Wenn ich dem Kind aber jedes Mal Schokolade dafür gebe, dass es das, was mir runtergefallen ist, aufhebt und es kriegt eines Tages keine Schokolade mehr, dann hilft es nicht mehr. Macht mein Hund auch so. Ja. Man konditioniert Menschen. Einer der wichtigsten Erziehungsfehler überhaupt, für alles Gute, was ein Kind tut, Belohnungen zu versprechen oder auszuloben. Auf die Art und Weise wird soziales Verhalten eben nicht gefördert, sondern teilweise sogar ruiniert. Ganz, ganz interessanter Gedanke, mit dem wir jetzt gerne diese Sendung zumachen. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Gabi Decker, Richard David Precht, der ein tolles Buch
für Kinder geschrieben hat, wo es auch unter anderem um die Frage geht, warum gibt es alles und warum gibt es nicht das Nichts. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Bushido und bei Sido, genauso wie bei Peter Maffay. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Das war's für heute. War nicht einfach. Herzlichen Kollegen von heute Nacht. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.